So, ich empfange hier mal einen Wetterbericht, RTTY, also ein Wetterfernschreiben auf einer Frequenz, die ich bisher noch nicht probiert hatte, und zwar ist das 147,3 Kilohertz. Und obwohl der Klang so ziemlich verwaschen ist, empfängt es die Signale aber recht klar. Also man sieht hier die beiden Spitzen. Das ist jetzt Synopcode. Das wird dann automatisch von dem JVCOM32 dekodiert nach einer Weile. Und hier oben habe ich parallel das CT laufen. Und da sieht man auch diese beiden Spitzen. Das spricht eigentlich dafür, dass der Empfang ganz gut sein muss. Und die Daten kommen auch ganz klar heraus. Ja. Ich habe hier übrigens ein Bordeaux 50 Shift 85 und die Frequenz ist 1000. So, jetzt kommt hier auch mein Lesbarer. Ach so, nee, das ist der untere Teil. Das ist der übersetzte, also der dekodierte Wetterbericht, der Synop-Wetterbericht. Da hat er jetzt der JVCOM den also entschlüsselt. Er zieht dann immer so eine horizontale Linie und im oberen Teil ist der zu verarbeitende Text und unten ist das Resultat. Ja, 147,3 Kilohertz. Jo. Das ist übrigens ein Bundeswehr-Kurzwellenempfänger bzw. Langwellenempfänger, Teletron. TE704CF-FS. Schönes, robustes Gerät vor allen Dingen mit schönen analogen Anzeigen, Feldstärke, Abstimmanzeige mit Leuchtdioden, Bandbreitenschalter. Ja, und das Witzige ist ja diese Frequenzanzeige, die auch gleichzeitig zum Einstellen der Frequenz dient. Da schaltet man also jede Stelle einzeln bis auf 10 Hertz genau. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Und hier ist der Lautsprecher, den kann man wahlweise an- und abschalten, ohne dass das Ausgangssignal davon beeinflusst wird. Das ist schon ein tolles Ding. Ja, hier oben habe ich jetzt mal probehalber also von Jesu den Antennentuner und den Antennenverstärker angeschlossen und ja, das bringt tatsächlich eine Kleinigkeit, so vielleicht 10-15% und auch eigentlich nur in den, also unterhalb von 2 Megahertz. Darüber bringt es kaum noch was.